Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen heute Rettet unseren Ozean. Oder eigentlich unsere Ozeane. Ist auch egal. Vorneweg, dieses Spiel habe ich gefunden auf der Seite vom Entwickler oder Herausgeber von Missile Conflict Blitz. Also eigentlich derselbe Herausgeber, Entwickler etc. Ja, auf jeden Fall habe ich es einfach gesehen und habe mir gedacht, gut, wenn ich das eine spiele, muss ich das andere auch spielen. Dann mache ich das einfach. So, es geht hier aber um den guten Zweck, denke ich mal, weil die sind irgendwie verpartnert mit Deutsche Stiftung Meeresschutz, irgendwie so, wie man unten links sehen kann. Oben links ist der Entwickler, Herausgeber aus Google Play und ja, unten links halt die. Also, das geht um den guten Zweck hier einfach mal. Genau, entwickelt von Tribute, ist jetzt richtig ausgesprochen, Technologies GmbH, mit Zusammenarbeit mit Deutsche Stiftung Meeresschutz, wie ich ja gerade schon erwähnt habe. So, gehen wir wieder zurück im Menü und dann schauen wir mal, was wir da so erreichen. Meine Punkte sind 223, ich habe da logischerweise schon mal reingeguckt und ja, dann spielen wir das heute einfach mal. Los geht's. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut, weil irgendwie meine Ohren dröhnen ganz schön. Ich kann das Laptop leiser machen, aber das ist für euch nicht leiser. Das ist nur für mich leiser. So, ich mach das mal so. Ich denke mal, dass das in Ordnung geht. Ich selber bin ja auch immer ziemlich laut, ne? Wenn ich das so mache, dann müsste das eigentlich gehen. So, okay. Das ist alles zu leise. Alles zu leise. Ein Stummvideo. Stummfilm. Ja, gut. Gut, Start. Schauen wir mal. Also wir müssen diese Gegenstände müssen wir aus dem Meer entfernen, weil die sorgen dafür, dass nämlich die ganzen Fische sterben und so weiter. Entferne den Müll durch Antippen aus dem Meer und verdiene Punkte. So, entdecke die Schönheit des Meeres und sammle extra Punkte, indem wir diese komischen Kristalle mit einsammeln. Kristalle, Diamanten, irgendwie sowas. Gut. Was haben wir denn überhaupt? Sogar Fernseher werden weggeschmissen. Ja gut, wenn jetzt jeder auf den Flatscreen wechselt, dann werden die alten Röhrenfernseher weggeschmissen. Einfach ins Meer. Und die sollen wir nämlich rausfischen. Genauso wie die alten, abgefahrenen, ja, total abgefahren, Sommerreifen. Wenn halt der Winter eintrifft, ne, dann wird halt getauscht, logischerweise. Wohin mit den alten Reifen? Ab ins Meer. Und deswegen müssen wir die auch da rausfischen. Genauso wie PET-Flaschen. Warum werden die weggeschmissen? Die kann man doch eigentlich in den Automaten schieben. Aber wenn nämlich das Etikett nicht mehr dran ist, dann kannst du die halt nicht mehr abgeben, ne? Und kriegst keinen Pfand mehr dafür. So, genauso wie alte Ölkanister und oder was auch immer das da sein soll. So, was haben wir hier noch? Fischernetze, Folie, ja, Plastikfolie, Tetrapack, ne? Ja, und hier diese komischen. Ja, diese. Na, wo halt die Dosen halt drin sind, ne, zum Trinken. Okay, gut, los geht's. Mal kicken, wie, oder mal schauen, wie weit wir kommen. Los geht's. Okay, bis jetzt sehe ich nur Fische. Guck mal, da kommt die erste Plastikfolie. Fische selber dürfen wir gar nicht aus dem Meer entfernen. Die müssen natürlich drin bleiben. Es kommt von beiden Seiten nämlich jetzt jede Menge Müll. Ich tippe darauf, ist so und geht nicht weg. So, so, so. Oh, 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 jetzt habe ich aus Versehen Fisch, glaube ich, weggemacht, ne. Wollte ich gar nicht. So, ich benutze mal nur einen Finger. Ich hoffe, dass es möglich ist. Ich will hier nicht mit zwei Daumen rauf tippen. Das ist so, ich sag mal. Ich weiß nicht, kann man sagen, man merkt, dass es vom selben Entwickler ist, weil man hier halt rumtippen muss, wie blöd. Guck mal, da unten haben wir ein paar Kristalle, die nehmen wir natürlich auch mit. Autoreifen bringen nicht ganz so viel. Man könnte sagen, das will uns damit sagen, das Spiel. Lass die Autoreifen doch drinnen. Die bringen nicht so viele Punkte, als wenn du, sag mal, Fernseher entfernen würdest, ne? So einen alten, großen TV-Gerät. Boah, Alter, was, Junge. Fast hätte wie ein Fisch aus dem. Ja, siehst du da mal. Hört sich mal an, wenn man die Fische gleich isst. So. Oh, noch 19 Sekunden. Und ich habe kaum Punkte geschafft. Was soll das denn? Machen wir gleich nochmal. Warte, hier, zack, Tetrapack. So, zack. Oh, Junge, Alter, alles verseucht, vermüllt. Können wir die Fische vorher beseitigen, damit beim Müll nämlich besser ankommen? Guck mal, schon wieder ein Fisch wegmacht. Na, das war's.
Und wie viele Punkte diesmal? Sammel extra Punkte im Umweltquiz. Erhalte 10 Punkte pro richtige Antwort. Oh Gott, jetzt geht los. Puh. Also als ich das einmal kurz, ne, also als ich einmal kurz reingeschaut habe, da habe ich natürlich alle Antworten gewusst. Ich glaube aber, dass es teilweise Zufall war. Logisch denken. Was ist das Problem an Plastik? Es ist sehr langlebig. Sehr langlebig, ne? Also das verrottet ja nicht, ne? Das ist, denke ich mal, das Problem. So, weiter. Können Mikroplastikartikel vollständig abgebaut werden? Nein. Ich glaube nicht. Siehste, da haben wir nämlich, das ist nämlich das Problem an Plastik. Und der größte Teil, was wir jetzt ja aus dem Müll rausfischen sollten, aus dem Ozean rausfischen sollten, waren jetzt nicht die Fische, sondern eigentlich hauptsächlich war das immer Plastik, ne? Okay, wie hoch ist der Anteil an Plastik im... Nee, wie hoch ist der Anteil von Plastik im Müll, der die Ozeane verschmutzt? Oh Gott, jetzt geht los. Möglicherweise. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die Antwort, die die höchste Anzahl oder den höchsten Wert gibt, angibt, dass die am... Ja, dass die richtig ist. Die Hälfte, drei Viertel oder etwa 10%. 10% ist halt nicht viel, ne? Aber ich gehe mal davon aus, dass wirklich maximale, was... Ich denke mal, es ist mehr, mehr Plastik als Ozean im Ozean, oder? Ja, drei Viertel, also 75%. Aber was habe ich gesagt? Ist sogar richtig. So, Quiz abgeschlossen, 3 von 3 Fragen richtig beantwortet, weiter. So, das war's nämlich jetzt und am besten gleich nochmal, Erfolg freigeschaltet sogar. Quizmaster, natürlich. Punkte, 223, was hatte ich vorher gehabt? Ich weiß gar nicht. Topscore. Wir gehen nochmal ins Menü. So, ja, mache ich aber jetzt nicht während der Aufnahme, bitte. Gut. Start. Wir machen eine ganze nochmal. So, 223, merkt ihr mal. Vielleicht schaffen wir jetzt mehr, ich weiß nicht. Eine Sekunde und los geht's. Okay, Müll. Gib mir her den Müll, gib mir her den Müll. Ich habe hier den Zeigefinger und den werde ich nicht benutzen, um hier alles wegzumachen. Auf jeden Fall, die ganzen Diamanten kann ich schon mal einsammeln. Diamanten. Müll, 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 Müll. Ich glaube, wenn wir Fische treffen, dann gibt es Punkte Abzug. So, teilweise treffe ich die gar nicht richtig. Tetrapack. Hier haben wir wieder Plastik. 75%, wie wir gerade gelernt haben. Oh, 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 oh. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. War ein tropischer Fisch. So. Na komm, komm. Mann, schon wieder ein Fisch. Alter, die Fische hier, ne? Was suchen Fische im Ozean? Ach, die wohnen da, ne, glaube ich. In einer armen Mome. Na komm, kriegen wir ja wohl. So laut ist es jetzt auch nicht mehr, ne? Aber okay, ich hab's mir irgendwie lauter vorgestellt jetzt, gerade im Video. Oh, ich glaube, das schaffen wir diesmal nicht. Oder doch? Warte, hier, Fernseh, Plastik, 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 Plastik. Ah ne, Fernseh ist ja kein Plastik. Sieht nämlich aus wie so ein Holzkasten-TV-Gerät. So, deswegen geht man nicht davon aus, dass es Plastik sein soll. Ja, auf die kleinen Details musst du achten. Einfach so. Man muss auf die kleinen Details achten. So, das war's schon wieder. Okay, extra Quiz und starten. Was kann jeder Einzelne tun, um die Meere vor Plastikmüll zu retten? Ja, gute Frage. Gar nicht. Nur die Plastik kann etwas... Ach, nur, ja, nur die Politik kann etwas tun. Plastik. Den Verbrauch von Einwegverpackungen reduzieren. Nur die großen Konzerne können etwas ändern. Also, es gibt Antwortmöglichkeiten. Wir können doch gar nichts dafür, dass die Ozeane voll gemüllt werden mit Plastik. Wirklich, nur die großen, hohen Tiere, die können da was dafür. Aber in Wirklichkeit kann jeder eigentlich was dafür, ne? Der Verbrauch von Einwegverpackung reduzieren. Machen wir einfach. Das heißt, wenn du eine Gurke kaufst, nicht in Folie verpackte Gurke, sondern eine Gurke, die da so rumliegt, ohne irgendwelche Folie. Weißt du, wie ich meine? Gut. Alles klar, jetzt fange ich hier noch an, hier Leute aufzuklären. Okay, 2008 verdreht. Was verendete in Thailand in Grind? Also ein Grindwal. Was ist ein Grindwal? Ich weiß nicht mal, was ein Grindwal ist. Okay. Scheint wohl sehr, sehr tragisch gewesen zu sein bei der
Obduktion fand man in seinem Magen lebende Quallen, 80 Plastiktüten oder eine Schildkröte. Wahrscheinlich alles. Oder? Wahrscheinlich alles von dem. Aber das Schwerwiegendste war natürlich die Plastiktüten. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass diese Antwort richtig ist. So, weiter. Wo findet man heute überall Plastik? Überall. Ja, überall. Was sogar in der Luft? Ich gehe mal davon aus, weil das halt so eine ganz krasse Antwort ist. Gehe ich mal davon aus, dass die Antwort richtig ist. Nur im Meer, nur im Boden. Nur im Meer, na klar. Gut. Okay, Quiz abgeschlossen. Also so schwierig sind jetzt hier die Fragen auch wieder nicht. 210, oh Gott. Ehrlich? Nee, es sind mehr als vorhin. Komm, eine Runde machen wir noch. Alle guten Dinge sind drei. Start. Wir sind jetzt bei 300. Nee, das war jetzt egal. Gut, und los geht's. Wir sammeln Plastik und Diamanten. Wir sammeln. Wer schmeißt denn schon seine smaragde Diamanten und Edelsteine halt in den Ozean? So. Das Plastik. So, zack, zack. Vielleicht kriegen wir diesmal mehr raus. Ich weiß das nicht. So, zack. Hier am Rand, das wird irgendwie nichts, ne? Wenn die da noch am Rand rumschwimmen, dann komme ich da kaum an. So. Ich darf die bloß nicht mit Fische verwechseln. So wie jetzt. So, hier haben wir noch was. Da schwimmt noch was. So, gut, alles klar. Siehst du, ich tue was für die Umwelt. Mach das einfach auch. Los, einmal kurz installieren. Ein bisschen rumgespielt. Was heißt rumgespielt, ne? Aber. So. Da, zack. Oh, so viele Reifen. Ey, das war ein ganzer Satz Winterreifen. Ein ganzer Satz. Zum Glück werden hier nicht mit Felgen reingeschmissen, weil ich glaube, die würden dann gar nicht mehr rumschwimmen. Die würden dann gar nicht. Nur noch auf dem Meeresboden. Ja, rumliegen. Aber schwimmen, Reifen, ja, na klar. Ja, was für eine Frage. Meine Güte, jetzt fische ich hier die ganzen Fische raus. Was soll das denn? Okay, und schon zu Ende. Ich habe, glaube ich, mehr Fische als alt andere. Ne? Sammle extra Punkte, indem du. Ja, mache ich. Wie viel Plastikmüll landet jedes Jahr in den Ozeanen? 13 Millionen Tonnen? 13 Tonnen? Oder 13.000 Tonnen? Ich gehe mal ganz stark davon aus, wie ich vorhin auch schon ausgegangen bin, so, die maximale Anzahl, was einfach mal wie ein Schlag in die Fresse ist. 13 Millionen Tonnen pro Quadratmeter. Ach, keine Ahnung. Jedes Jahr in den Ozeanen. Was habe ich gesagt? Weiter geht's. Wie viele Seevögel haben bereits heute Rückstände von Plastikmüll in ihren Verdauungstrakt? Ne, andere Frage. Wie viel Plastikmüll haben wir in unserem Verdauungstrakt? Einfach nur, weil irgendwie die Hersteller von Lebensmitteln irgendwie Plastik mit einarbeiten? Vielleicht sogar versehentlich, aber hä? Wie viel haben wir gefuttert, was überhaupt nicht verdaut werden kann? Ja? Okay, wir Verdauungstrakt. 10%, Hälfte, zwei Drittel. Natürlich 10%, oder? Also so viel kann das ja gar nicht sein. Ey, Tatsache. Ey, ich hab gedacht, das ist wirklich wieder so eine große Anzahl. Oh, diesmal lag ich falsch mit der höchsten Angabe. Zwei Drittel. Okay, wirklich 10% nur. Okay. Tatsache. Ich dachte, ich wollte mir gerade so ein bisschen drüber lustig machen. Ja, auch wenn man, ja, ich weiß, ist eigentlich kein Grund, sich drüber lustig zu machen, aber na gut. Achso, hatten wir doch gerade, ne? Was hatten wir der? Quallen waren das, ne? Quatsch, sorry. Ich lasse mal lieber zwei von drei Fragen richtig beantworten. Kann ich die andere Frage nochmal hinten rankriegen oder so? Um es wieder gut zu machen, guck mal, hier sage ich viel zu wenig Punkte. 199, vorhin hatte ich 220 oder so, ne? Und dann plus die Edelsteine. Und plus zwei Fragen. 243 ist natürlich nichts. Ne? Gut, alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Das ist halt ein etwas kürzeres Video als Standard, die 3x20. Es bleibt auch bei einem Video. Weil, ja, gut.
Schönen Dank fürs Zusehen. Ich hab's mal gespielt. Und ja. Mal sehen, wie viele Leute sich dieses Video ansehen. Ja, bis zum nächsten Video, bis zum nächsten Spiel, wie auch immer. Bis dahin, ciao.